freundliche Einladung bedanken, für die übertrieben freundliche Begrüßung. Ich bin natürlich gerne gekommen, auch wenn die gedachte Versuchsanordnung in wenigen Minuten einen möglichst intelligenten Impuls zum Thema Bildung und Demokratie zu geben, sich einfacher anhört, als sie umzusetzen ist, denn beide sind ja abendfüllende Themen. Und für beide Themen gilt auch, dass ähnlich wie beim Fußball beinahe alle Experten sind. Jedem fällt ja zu diesen Themen was ein, nicht allen das Gleiche. Das gibt uns ja dann vielleicht auch Gelegenheit, Wahrnehmungen, Einschätzungen nachher miteinander abzugleichen. Aber zu den Gemeinsamkeiten der beiden Themen gehört sicher auch, dass niemand bestreiten wird, beides ist wichtig. Bildung ist wichtig, Demokratie ist wichtig. Das eine mindestens auf den ersten Blick mehr mit Blick auf einzelne Personen, das andere die Demokratie mehr mit Blick auf ganze Gesellschaften. Aber auch schon diese Verallgemeinerung hält eigentlich einem zweiten Blick nicht stand. Denn Bildung macht natürlich nicht nur für einzelne Personen einen Unterschied, sondern wiederum auch für gesamte Gesellschaften, deren Urteilsvermögen und Handlungsfähigkeit, sowie umgekehrt das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer funktionierenden Demokratie eben nicht nur ein interessanter Befund für Historiker ist, sondern für die Lebenswirklichkeit einzelner Personen einen gewaltigen Unterschied macht. Und worauf ich vielleicht auch zu Beginn aufmerksam machen möchte, sowohl Bildung wie Demokratie sind keine stabilen, schon gar nicht statischen Systeme, sondern dynamische Prozesse und Strukturen, die immer wieder Veränderungen erfahren, Einflüssen unterliegen, sehr unterschiedlichen Einflüssen mit Blick auf damit beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen, sodass es unter nahezu jedem Gesichtspunkt natürlich Sinn macht, den Wechselwirkungen nachzugehen, die sich daraus ergeben. Ich will mit einer Bemerkung beginnen, die mit der weit verbreiteten Vermutung zusammenhängt. Naja, Demokratie ist ja glücklicherweise der Normalzustand. Das ist er bei genauem Hinsehen nicht. Dass wir gerade vor wenigen Tagen den 75. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden den 75. Jahrestag des Grundgesetzes gefeiert haben, erklärt diese Wahrnehmung. Für uns alle gilt, dass wir in unserer Biografie nie andere als demokratische Verhältnisse kennengelernt haben und daraus messerscharf schlussfolgern, das sei normal. Tatsächlich macht schon der Blick in die deutsche Geschichte deutlich, dass Demokratie nicht der Normalzustand der Verhältnisse in Deutschland war. Es hat Jahrhunderte gebraucht, bis überhaupt der erste Versuch unternommen wurde, in Deutschland Demokratie zu praktizieren. Und dieser erste Versuch war nach weniger als 14 Jahren früh und dramatisch zu Ende. Und was die jetzt umso erstaunlicheren 75 Jahre angeht, die der zweite Versuch gehalten hat, mit diesen 75 Jahren gehört das Grundgesetz als damals gedachte provisorische Geschäftsgrundlage eines nicht souveränen westdeutschen Teilstaates inzwischen zu den ältesten geltenden Verfassungen der Welt. Das heißt, selbst andere nachweislich ältere Demokratien als Deutschland haben in den meisten Fällen jüngere oder gar keine Verfassung, wie Großbritannien beispielsweise oder auch Israel, das bis heute keine geschriebene Verfassung hat. Also manches, was uns durch die Vertrautheit mit Abläufen selbstverständlich erscheint, ist bei genauerem Hinsehen eher der Ausnahmezustand als der Normalzustand der Verhältnisse. Und wenn wir über die deutschen Grenzen hinaus nach Europa und über Europa hinaus in die Welt gucken, dann gibt es unter den fast 200 in den Vereinten Nationen verbundenen Staaten auf dieser Welt weniger als 30 volksfunktionsfähige Demokratien.
in denen weniger als 10% der Weltbevölkerung leben. Was wiederum deutlich macht, so normal, wie wir es glauben oder gerne hätten, ist es eben nicht. Oder eben umgekehrt, da sind wir bei einem wichtigen Aspekt von Bildung im Allgemeinen, politischer Bildung im Besonderen. Ganz offenkundig stehen auch politische Systeme nicht unter Denkmalschutz. Sie sind keine sich selbst erhaltenden Systeme. Und Demokratien sind es noch weniger als autoritäre Systeme, die strukturell viel stabiler sind, als Demokratien, zu deren paradoxen Merkmalen es gehört, dass sie auch ihren Gegnern die Instrumente zum Kampf gegen sie zur Verfügung stellt. Übrigens auch zur Verfügung stellen muss, weil sie in dem Augenblick, wo sie das verweigert, den Verdacht mangelnder Glaubwürdigkeit der eigenen Prinzipien auf sich zieht. Allein über solche Zusammenhänge zu reflektieren, ist erkennbar ein Bildungsprozess. Es ist ja auch ganz sicher kein Zufall, dass die Demokratie jedenfalls mit den Ansprüchen, die wir heute damit verbinden, ein vergleichsweise junges Projekt der Menschheitsgeschichte ist. Der Begriff ist viel älter, das ist wohl wahr. Aber das, was die alten Griechen unter Demokratie verstanden, würde heute bei keinem noch so bescheidenen Demokratieverständnis mehr ausreichen, um als Demokratie akzeptiert zu werden. Also wir reden eigentlich mal gerade über vielleicht 250 Jahre der Menschheitsgeschichte, in denen wir eine Entwicklung zu anspruchsvollen Demokratien haben. Und natürlich lässt sich leicht zeigen, dass das insbesondere in Ländern und unter Bedingungen stattgefunden hat, in denen es Aufklärung gab, also einen besonderen Bildungsprozess der Verständigung über die Möglichkeit des eigenen Urteils, der gerade in diesen Wochen zum 300. Geburtstag von Kant immer wieder zitierte Satz, habe mutig eines eigenen Verstandes zu bedienen, kann ja geradezu als kategorischer Imperativ für Demokraten verstanden werden. Lass dich nicht vereinnehmen, bilde dir dein Urteil selbst, was wiederum voraussetzt, sich zu informieren, mit anderen auseinanderzusetzen, in Alternativen zu denken. Insofern gibt es eben vielfältige Schnittstellen und Berührungen zwischen Demokratie und Bildung. Und für beide gilt, sie sind jedenfalls gedacht, nicht zeitlich befristet, sondern unbefristet. Ein Bildungsprozess ist ja eben, wie uns inzwischen hoffentlich mindestens hinreichend deutlich ist, nicht auf einen Teil der Biografie beschränkter Abschnitt, sondern ein lebenslanger Prozess. So wie die Demokratie sich als ein generationenübergreifendes System versteht, das nicht in Legislaturperioden denkt, ich zögere gerade, weil die Mechanismen eben doch natürlich die Orientierung in Wahlabschnitten nahelegen, aber das System will ja, wenn ich sagen ewig, aber jedenfalls über solche Fristen hinaus wirken. Ja, ich glaube, ich lasse es mal zunächst bei diesen paar wenigen Bemerkungen und freue mich, wenn es Nachfragen, Hinweise oder auch Einwände gibt, die vielleicht ganz andere Aspekte im Auge haben als die, die ich jetzt angesprochen habe. Vielen Dank schon mal für die einleitenden Worte, die wir gerne mit einem Applaus honorieren. Ich würde auch direkt ins Publikum fragen, gibt es eine Reaktion, einen Anknüpfungspunkt? Das Mikrofon kommt. Ja, vielen Dank. 1, 2, 3. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Input.
Marco Winska von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich bin Vizepräsident Lehre und frage mich, was bedeutet das denn jetzt für uns als Hochschulen? Zum einen Demokratie, einstehen für Demokratie, zum anderen aber auch ja, bedienen dich des eigenen Verstandes, Eigenständigkeit der Studierenden zu ermöglichen. Was heißt denn das, wenn jetzt gesagt wird, die Hochschule möge sich positionieren zu dem und dem Thema? Oder die Hochschule möge sich möge Reaktionen zeigen bei dem und dem Thema. Nehmen wir den Nahostkonflikt, wo man sich positionieren soll oder auch nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Vorkommnisse auf Sylt, wo gesagt wird, da waren Studierende beteiligt aus Hamburg. Soll die Hochschule reagieren oder nicht? Was macht man jetzt konkret als Hochschule an dieser Stelle? Da würde mich Ihre Haltung interessieren. Gut, erstens gibt es ja offenkundig Teile der Hochschule oder des akademischen Betriebs, die sich professionell, systematisch und dauerhaft mit solchen Fragen und Zusammenhängen beschäftigen. Rein statistisch trifft das aber nur für den kleineren Teil der Studierenden und auch für den kleineren Teil des Lehrkörpers zu. Die allermeisten beschäftigen sich mit ähnlicher Sorgfalt und Gründlichkeit mit ganz anderen Teilen unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftssystems, der Welt und was sie tatsächlich oder vermeintlich zusammenhält. Was wiederum alle miteinander verbindet und auf das Thema zuführt, ist, alle, die dort lehren und lernen, sind neben ihren sonstigen Identitäten auch Staatsbürger und teilen insofern sowohl die Möglichkeiten, die prinzipiellen Möglichkeiten der Partizipation, wie die Verantwortung für die Funktionsbedingungen eines solchen Systems. So, das schließt wiederum eine breite Palette von denkbaren Beteiligungsformen ein. Und schon die Frage, wer als Person und welche Hochschulen als Institution aus welchem Anlass wie von diesen Partizipationsmöglichkeiten Gebrauch machen, entscheidet ja nicht eine staatliche Autorität, sondern die jeweiligen Personen oder die jeweilige Institution in eigener Verantwortung. Nun haben Sie gerade mindestens in einem Halbsatz das besonders spannende Thema Stellungnahme zum Konflikt Israel-Gaza angesprochen. Da erleben wir ja auch eine bemerkenswerte Bandbreite von Aktivitäten, die von der mal mehr, mal weniger lautstarken Vertretung der eigenen Meinung zu diesem Vorgang über die Blockade von Räumen oder Lehrveranstaltungen bis zu handgreiflichen Übergriffen auf tatsächliche oder vermeintliche Gegner reichen. So, dass das erste ganz sicher legitim ist und das letzte ganz sicher nicht, ist relativ leicht abzugreifen. Wo eine Hochschule welche Behinderung, zeitweilige oder dauerhafte Behinderung des Lehrbetriebes hinnehmen muss oder jedenfalls hinnehmen sollte, ist schon schwerer abzugreifen. Ich glaube, da ist auch wieder Urteilsvermögen gefragt. Also da bin ich sehr zögerlich zu sagen, dies und das muss auf jeden Fall akzeptiert oder geduldet werden oder umgekehrt darf auf gar keinen Fall. Wie im übrigen Leben auch, macht manchmal ja auch der Ton die Musik und nicht nur die Partitur. So, also, aber alleine dieses Beispiel, wie ja auch viele andere mehr, zeigt, Demokratie ist ja nicht ein Vorgang, der sich an Wahltagen abspielt und ansonsten gewählten Repräsentanten überlassen wird, sondern Demokratie ist ein Prozess, der sich zu unterschiedlichsten Gelegenheiten pausenlos im Alltag immer wieder aktiviert. So,
Und da ist sowohl das persönliche Engagement wie das persönliche Verantwortungsbewusstsein gefragt. Es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Genau, ich habe eine Frage von einer Teilnehmerin im Chat und das von Ihnen genannte Zitat: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wird auch von der Verschwörungsszene bemüht. Und die Frage lautet, die gestellt wurde: Wann kippt ein kritischer Umgang mit Politik, Medien und Gesellschaft in ein disruptives Misstrauen in die Demokratie und deren Akteurinnen und Akteuren? Ja, auch das muss man im konkreten Einzelfall natürlich beantworten. Aber ganz prinzipiell würde ich mal sagen, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten. Also über die Bewertung von Sachverhalten muss man streiten dürfen. Aber Sachverhalte zu bestreiten, um auf diese Weise tatsächlich oder vermeintlich einen Wettbewerbsvorteil in der Meinungsbildung zu erreichen, das läge nach meinem Empfinden jenseits dieser virtuellen roten Linie. Sie hatten vorhin von Partizipation als einem wesentlichen Element oder Bestandteil von Demokratie gesprochen. Und wir haben heute viel über offene Bildungsressourcen geredet, bei denen ja Partizipation an der Gestaltung, an der Weiterentwicklung dieser offenen Bildungsressourcen ein wesentlicher Teil ist. Das heißt, Partizipation ist für uns hier ein relevantes Thema. Was ich mich frage, ist, Ihrer Meinung nach, ist das Bildungssystem, der Zugang zu Hochschulen, die ja wesentlich sind, um ein demokratisches Mindset bei Menschen zu entwickeln, einen kritischen Umgang mit Fakten, die Auseinandersetzung, die gemeinschaftliche Auseinandersetzung um die Bewertung von Fakten, ist der Zugang zur Hochschule Ihrer Meinung nach frei oder offen genug in Deutschland? Rechtlich sicher, faktisch nicht ganz so sicher. Gerade auch jüngere Untersuchungen aus den letzten Monaten haben ja erneut den Befund transportiert, dass es nach wie vor doch ein ärgerlich enges Verhältnis zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen gibt. Und das ist mehr als ein starkes Indiz dafür, dass zwischen der juristischen Offenheit des Zugangs und der faktischen Offenheit keine Deckungsgleichheit besteht. Umgekehrt wird man auch nicht übersehen und bestreiten können, dass der Anteil eines nachwachsenden Jahrgangs, der in sogenannte qualifizierte Bildungsgänge mit besonders qualifizierten Abschlüssen geht, in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Als ich Abitur gemacht habe, war der Anteil der Gymnasiasten mit Abschluss pro Jahrgang 6%. Sechs. Jetzt haben wir 40 plus X. In einzelnen Bundesländern mehr. Ich zögere zu sagen, erst wenn es 80% plus X wäre, wäre der Nachweis eines offenen Zugangs für alle gegeben, weil offenkundig Bildungssysteme ja nicht nur was mit quantitativen, sondern auch mit qualitativen Ansprüchen zu tun haben. So, und auf der Strecke muss man sorgfältig und mit Augenmaß sowohl Defizite identifizieren, die es zweifellos gibt, als auch gut gemeinte Verallgemeinerungen vermeiden, die dann den Ansprüchen nicht mehr genügen, die ein Bildungssystem für sich gelten lassen muss. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat, und zwar würden Sie sagen, Herr Lammert, dass zur demokratischen Bildung auch die Verantwortung der Hochschulen gehört, Selbstfürsorge zu vermitteln und zu stärken? Ja, ganz selbstverständlich. Ich kann dann nur insofern keine Besonderheit und schon gar nicht keine exklusive Rolle der Hochschulen erkennen.
Diese Verantwortung hat eigentlich jeder aus den vorhin genannten Gründen wegen seiner Eigenschaft als Staatsbürger oder als Staatsbürgerin. Die muss einen ja nicht sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr ausfüllen, aber es wäre schon ganz gut, wenn sie einem gelegentlich auch ins Bewusstsein käme. Und natürlich ist, ja, selbst das würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, aber ich sage es mal trotzdem, die Verantwortung eines Fußballvereins, jedenfalls eine andere als die einer Hochschule. Aber dass die Hochschule eine Verantwortung habe, die der Sportverein sicher nicht habe, wäre mir schon wieder zu simpel. Ob und in welchem Umfang in einer Gesellschaft Regeln akzeptiert und respektiert werden, entscheidet sich aus den Selbstverständlichkeiten in allen möglichen, idealerweise in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und würde es, mal jetzt auch holzschnittartig gesagt, in der Schule eingeübt, aber im Sport regelmäßig konterkariert, wären die Geländegewinne absehbar bescheiden. Und um es mal praktisch zu sagen, wir diskutieren jetzt mal wieder seit einigen Tagen aus gegebenem Anlass besonders intensiv, was eigentlich hinter dieser erschreckenden Zunahme von körperlicher Gewalt gegenüber Politikern, von Journalisten, von Polizisten und sonst was an Ursachen steht. Und beinahe alle, mindestens jeder Zweite, der sich zu dem Thema äußert, sagt, ja, insgesamt sind die Umgangsformen in unserer Gesellschaft ruppiger geworden. Und das ist ja auch zweifellos so. Und die Bereitschaft, selbstgesetzte Regeln zu akzeptieren, wenn sie mit eigenen Interessen kollidieren, die ist tendenziell notleidend geworden. Und das, um es mal an diesem Beispiel zu verdeutlichen, empörte Eltern Schiedsrichter bei Fußballspielen verprügeln, weil sie ihren Sprösslingen einen vermeintlich berechtigten Elfmeter nicht zugestanden haben. Gehört nicht nur zu den Merkwürdigkeiten, sondern zu den aufschlussreichen Erfahrungen der Entwicklung in einer Gesellschaft, in der es immer häufiger vorkommt, dass jeder für sich entscheidet, ob er sich an gesetzte Regeln hält oder ob er sagt, das kann mich an der Durchsetzung meines berechtigten Anliegens ja nicht ernsthaft hindern. Ich habe noch mehr Fragen, ich kann die gerne noch einbringen aus dem Chat. Eine Frage, die in eine sehr spezifische Richtung geht, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung rund um künstliche Intelligenz. Wird Ihrer Meinung nach die Wissensproduktion mit künstlicher Intelligenz in Zukunft noch bei den Hochschulen liegen, also von den Hochschulen navigiert, oder verlagert die sich gegebenenfalls in andere Bereiche? Welche Rolle spielen Hochschulen bei der Wissensproduktion in Zukunft noch vor dem Hintergrund künstlicher Intelligenz? Na gut, also der einfachere Teil der Frage ist, dass es ohne Hochschulen, ohne wissenschaftliche Forschung das Problem gar nicht gäbe, weil wir über Wissenschaft, über künstliche Intelligenz nicht verfügen würden, wenn es nicht durch eine extrem leistungsfähige wissenschaftliche Forschung solche Technologiesprünge gäbe. Ob und wie groß das Risiko ist, dass sich diese Technologie in einer Weise verselbstständigt, dass ihre Eigendynamik sich der Steuerung eines kontrollierten wissenschaftlichen Forschungsbetriebs entzieht, das kann ich nicht hinreichend beurteilen. Ich nehme zur Kenntnis, dass es dazu sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, dass es renommierte Experten gibt, die genau vor diesem Risiko warnen, während nun andere sagen, das sei pure Hysterie. Jedenfalls ist das eine außergewöhnlich spannende Entwicklung, die man alleine, weil deren weitere
Perspektiven und die damit verbundenen Potenziale nicht abschließend zu beurteilen sind, sorgfältig im Auge behalten muss. Und wo sich übrigens auch wieder die Frage stellt, braucht die Nutzung einer solchen Technologie Regeln? Wo kommen die her? Wer macht die? Mit welchem Geltungsanspruch? Und wie stellt man sicher, dass jeder, der künstliche Intelligenz nutzt, sich daran halten muss? Alles Fragen, die sich nicht von selbst beantworten. Vielen Dank dafür. Ich habe auch noch einen Beitrag, den haben Sie, glaube ich, auch schon in verschiedenen Punkten angerissen. Ich will ihn trotzdem noch einmal vortragen. Das sind eigentlich zwei Fragen in einem Beitrag. Herr Lammert, mit Ihrer langjährigen Erfahrung und durch die vielen Menschen, die Sie kennen und kennengelernt haben, was würden Sie sagen, hier kommt die erste Frage, sind die wichtigsten Kompetenzen, die Menschen mitbringen sollten, um Demokratie und Wandel konstruktiv mitzugestalten? Und zweitens, damit verbunden, sehen Sie die Hochschulen in der Verantwortung, eben diese Kompetenzen zu vermitteln bzw. deren Entwicklung zu unterstützen? Ich fange mit der zweiten Frage an. Nein, wieso nur oder vornehmlich die Hochschulen? Was ja im Umkehrschluss bedeuten würde, jeder, der keine Hochschulausbildung erfährt, kommt für die Verwendung gar nicht in Frage, die Gegenstand des ersten Teils der Frage waren. Also bei aller Wertschätzung einer Hochschulausbildung, es ist ein besonders anspruchsvoller, unter vielerlei Gesichtspunkten auch besonders aussichtsreicher Bildungsweg, aber es ist nicht der einzig mögliche und auch nicht der einzig bedeutende. Ich glaube nicht, dass die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft ihren unüberbietbaren Höhepunkt erreicht hätten, wenn es nur noch Akademiker gäbe, wo jeder weiß, wie es geht, aber keiner macht's mehr. Also das ist in meinem Verständnis eine Engführung, was ja nichts von dem wegnimmt, was wir vorhin schon ausgetauscht haben, dass nun gerade in Hochschulen eine professionelle Beschäftigung mit Zusammenhängen, mit Strukturen, mit Entwicklungen, der Aufarbeitung von Erfahrungen nicht nur im eigenen Land, sondern in anderen Ländern erfolgt und auf diese Weise ein geballtes Wissen zur Verfügung gestellt wird, deren sich dann andere auch innerhalb des politischen Systems bedienen können. Welche Voraussetzungen für politisches Engagement, jetzt nicht nur im Sinne eines Selbstverständnisses, auch Staatsbürger zu sein, sondern, so habe ich die Frage verstanden, vielleicht für ein professionelles politisches Engagement, die Übernahme von Ämtern, Funktionen, Mandaten. Also das ist schwer auf einen oder auch auf zwei Begriffe zu bringen. Ich versuche es mal so. Je einflussreicher, wichtiger, bedeutender die Funktionen werden, über die wir hier reden oder an die wir denken oder über deren Qualifikationsvoraussetzungen wir nachdenken wollen, desto mehr wäre jedenfalls meine Erwartung an mitzubringende Voraussetzungen, erstens Kompetenz und zweitens Charakter. Und das eine kann das andere nicht ersetzen. Da haben wir den Chat jetzt gut abgearbeitet. Danke, Daniel, für die Fragen. Gibt es hier noch Reaktionen aus dem Publikum? Will sich noch jemand an einer Frage trauen? Wenn nicht, dann danken wir Ihnen, Herr Lammert, sehr für den anregenden Impuls und auch Ihre Bereitschaft, zu diesen schwierigen Fragen Stellung zu nehmen. Das war, glaube ich, ein guter Abschluss unseres Festivals. Auch vielen Dank, dass noch so viele hier nach vielen, vielen Stunden Festivals ausgeharrt haben. Die Bar hat auch noch geöffnet, also greift gerne nochmal zu. Allen guten Nachhauseweg, bis bald.